Servus oder so, es wird mal wieder Zeit, dass ich die Leistung jedes Bayern-Spielers bewerte von der Rückrunde 2021-22. Es ist jetzt noch ein Spiel übrig, aber ich denke, das wird sowieso nichts mehr an den Benotungen hier großartig ändern. Außerdem kommt ja dann nächste Woche meine Reaktion auf meine Bundesliga-Prognose. Das wird wieder richtig, richtig schmerzhaft, aber auch sehr, sehr spaßig. Ich habe es mir natürlich noch nicht angeschaut, es wird dann erst angeschaut, aber ich freue mich extrem auf die Aufnahme. Los geht's hier, wir fangen direkt an mit Malik Tillmann. Ich habe nur Spieler mit reingenommen, die mindestens 90 Minuten Einsatzzeit hatten. Über die gesamte Saison hinweg bei Tillmann muss man jetzt direkt sagen, ist schwierig zu bewerten, weil er schon lange nicht mehr gespielt hat. Ich glaube, zuletzt am 18. oder 19. Spieltag so im Dreh rum. Es war also noch in der Rückrunde mit drin. Das heißt, ich habe ihn mit reingenommen in die Bewertung, fällt mir aber schwer. Ich halte eigentlich relativ viel von dem Jungen. Trotzdem, über ein C kommt er bei mir auf gar keinen Fall hinaus. Ihn in D zu setzen, wäre jetzt auch nicht wirklich gerechtfertigt, weil er jetzt keine krass schwachen Leistungen gezeigt hat. Es waren ja nicht so viele Spiele, von daher, wie gesagt, schwierig zu bewerten. Lasst übrigens gerne einen Daumen da auf dem Video, würde mich sehr, sehr freuen. Dann machen wir weiter mit Spieler Numero Dos und das ist Bunazar. Auch der fällt mir sehr, sehr schwer zu bewerten. Hat auch gar nicht so viele Minuten jetzt gemacht über die gesamte Saison hinweg. Man merkt einfach, dass Julian Nagelsmann ihn auch nicht für... ja, mit der nötigen Qualität ausgestattet hält, als dass er ihn da häufiger einsetzen könnte. Und das macht es auch bei ihm relativ schwer, den einzuordnen. Ich würde auch bei ihm in C gehen. Wenn er gespielt hat, war er tendenziell nicht gut. Er war jetzt auch nicht katastrophal, weil er relativ wenig gespielt hat. Aber ich fände es jetzt deshalb gegenüber anderen Spielern, die vielleicht in B reinkommen, unfair, ihn da höher zu setzen, weil er, wie gesagt, wenn er gespielt hat, auch nie wirklich gut war. Ist ja auch der Grund, warum er dann auch nicht mehr so viel gespielt hat. Marc Rocker, den würde ich vielleicht schon eher in B setzen, denn er hatte diese eine Phase, wo er dann doch ein bisschen mal ins Team reingerutscht ist. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum er danach keine Einsatzzeit mehr bekommen hat. Der Julian Nagelsmann wird seine Gründe haben. Trotzdem, für mich, den kann man in B setzen aus meiner Sicht. Vielleicht werde ich das hier auch noch ein bisschen anpassen dann im Nachhinein. Wichtig ist auch zu sagen, ist natürlich meine subjektive Wahrnehmung. Ich habe fast jedes Bayern-Spiel gesehen. Das ist so das, woher ich halt das Ganze ziehe. Ich habe mir noch ein, zwei Statistiken angeschaut, aber jetzt nicht so extrem viel. Wenn ihr das irgendwie anders seht, ist ja normal. Schreibt es in die Kommentare rein. Und dann können wir weitermachen mit Choupo-Moting. Was machen wir mit Choupo-Moting? Da würde ich auch fast sagen, dass wir in B reingehen. Ich sehe ihn tatsächlich eher fast in C sogar. Weil er mir diese Saison, letzte Saison, wenn er gespielt hat, fand ich ihn eigentlich ordentlich. Jetzt in dieser Saison, klar, es ist schwierig, wenn du immer nur Kurzeinsätze bekommst. Aber ich fand, wenn er dann mal Kurzeinsätze bekommen hat, hat er eigentlich nie irgendwie eine größere Rolle gespielt. Er kommt jetzt in C rein, auch wenn er, wie gesagt, jetzt nicht krass schlecht war. Aber gut, dafür ist ja sowieso das D-Tier noch übrig. Dann kommt Omar Richards. Ich halte eigentlich relativ viel von dem auch wieder. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Verpflichtung so gewesen für die Position. Trotzdem muss ich auch da sagen, dass wir auf dem C gehen. Also es sind echt viele schlechte Noten. Dieses Mal, wenn er gespielt hat, war er nicht so gut in dieser Saison. Deshalb... ein C. Stanisic ist da eine andere Sache für mich. Der fand ich, wenn er gespielt hat, wo es mich auch wieder ein bisschen wundert, klar, er war lange verletzt, aber dann ist er zurückgekommen, hat das im ersten Spiel, fand ich ihn richtig, richtig souverän. Eigentlich hat seinen Job gut gemacht, ist aber dann trotzdem kaum noch auf Einsatzzeiten gekommen. Der ist mindestens ein B für mich. Ich würde den fast sogar in A reinsetzen, aber da fehlt halt so ein bisschen die Anzahl der Spiele, um das wirklich abschließend zu bewerten. Deshalb kommt der gute Kollege Stanisic für mich in B rein. Sven Ulreich... C oder B ist schwierig. Neuer war ja doch mal eine kurze Phase raus. Da stand Ulreich im Tor. Es gibt dann schon immer wieder Szenen, wo man sich halt denkt, ja, den hätte Neuer vielleicht gehalten. Ich fand Ulreich wieder okay, ne? Also er hat seinen Job schon gemacht. Trotzdem bin ich da B oder C. Das fällt mir extrem schwer jetzt einzuordnen. Komm, wir machen ihn mal in B rein und machen weiter mit Tanguy Nianzou. Ah, der gute Tanguy, der hatte richtig gute Spiele teilweise drin, aber halt auch richtig schlechte. Er ist noch so jung, ich halte auch von ihm jetzt nicht wenig. Deshalb, boah, es ist echt, es ist auch bei ihm nicht so einfach. Er kommt maximal in C, für D hat er doch ein paar Spiele drin gehabt, die zu gut waren. Und darf sich das auch nicht verzehren lassen. Klar, das ist jetzt das letzte Spiel, war natürlich extrem schlecht, das war ein D-Tier-Spiel, aber das heißt ja nicht, dass er insgesamt in D-Tier reinkommt, wir machen ihn in C rein und mal schauen, ob generell noch jemand in D reinkommt. Ist ja häufig so, dass ich so gut wie keinen Spieler in D am Ende rein ranke. Marcel Sabitzer, ist der vielleicht ein D? Ist Marcel Sabitzer vielleicht ein D? Ich finde, man muss ihm aber auch noch Zeit geben. Ich finde, auch da ist es
ein bisschen zu übertrieben, wie er teilweise gehatet wurde. Trotzdem natürlich, über ein C kommt er auf gar keinen Fall hinaus. Waren seine Leistungen jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass wenn er so weiterspielt, dann ist er natürlich keiner für den FC Bayern, das ist sowieso klar, aber man geht davon aus, also ich gehe davon aus, mit ein bisschen Zeit wird das normalerweise auch besser. Ich glaube auch nicht, dass er den FC Bayern jetzt nach dieser Saison schon verlassen wird. Der wird auf alle Fälle eine zweite bekommen, weil da gibt es ja auch immer wieder Gerüchte. Und deshalb machen wir den Sabitzer in. Ich weiß, wenn ich ihn jetzt in D reinmache, dann beschweren sich die Leute, dass er doch nicht schlechter ist als Saar. Aber ihr müsst halt verstehen, es geht um die Spiele, die der gemacht hat. Und Saar hat halt kaum Spiele gemacht, hat Sabitzer deutlich mehr gespielt. Deswegen ist es leichter, den zu bewerten und hat er logischerweise auch mehr schwächere Leistungen drin gehabt. Aber ich fand ihn auch nicht katastrophal. Wir machen ihn in C rein. Das C-Tier wird immer voller. Jetzt ist meine Kamera natürlich hier schon zu groß für das Ganze. Wir machen sie nach rechts oben und dann können wir weitermachen mit Tolisso. Ja, der gute Tolisso. Ist auch sehr schwer zu bewerten. Der hat ja weniger gespielt als Sabitzer auf alle Fälle. Hat relativ wenig Minuten bekommen. Ihr kennt ja die Verletzungsprobleme und so bei ihm. Hat dann immer wieder seine guten Phasen. Ey, wie voll wird dieses C-Tier denn bitte? Wenn ich jetzt Tolisso auch in C-Tier reinpacke. Aber ich sehe auch keinen davon in D. Ich fand jetzt keinen von denen wirklich krass katastrophal, dass ich die noch tiefer setzen könnte. Tendenziell könnte man Choupo, wenn ich die jetzt so vergleiche mit den anderen, die hier mit drin sind, fast sogar mit in B reinmachen. Aber da ist die Bewertung relativ schwer, wie gesagt. Deshalb habe ich den jetzt mal in C reingepackt. Aber Choupo sehe ich vielleicht am ehesten. Dann machen wir den mal noch mit in C rein, damit es ja nicht ganz so eng wird in diesem Tier. Und dann können wir weitermachen mit den nächsten Kandidaten. Mit Jamal Musiala. Und endlich mal haben wir jemanden, der über das B-Tier hinauskommt. Denn der ist mal mindestens A-Tier. Mindestens A-Tier. Die Frage ist, wer kommt noch? Ist da jemand über Musiala einzuordnen? Musiala war mit einer der besten Spieler in der Rückrunde, muss man ganz ehrlich sagen. Das liegt jetzt auch daran, dass die anderen so schlecht waren. Natürlich, es war jetzt keine glorreiche Rückrunde leider. Ich packe ihn mal in A rein, aber er schnuppert schon so ein bisschen am S-Tier, sage ich euch ganz ehrlich. Einfach nur, wenn man es vergleicht mit den anderen Spielern halt. Daran liegt's. Leon Goretzka, auch hier und da verletzt gewesen. Klar, er ist ein richtig, richtig guter Spieler, aber ich vergleiche das ja immer so mit natürlich von ihrem Können abhängig und dann ihre Leistung. Und da geht Leon Goretzka für mich nur ins B-Tier rein, weil der aus meiner Sicht deutlich, deutlich mehr kann als das, was ich jetzt gesehen habe. Ich glaube, er hat 3 Tore, 3 Vorlagen, da hat er auch schon bessere Saisons. Er ist ein Weltklasse-Spieler und die Verletzung natürlich hat ihn ein bisschen ausgebremst, wenn er wieder mehr Spielrhythmus hat und so, dann wird er auch wieder reinkommen. Trotzdem für mich jetzt nur im B-Tier. Kingsley Coman finde ich wahnsinnig schwer einzuordnen, denn ich fand ihn eigentlich richtig gut. Wenn man dann die Statistiken anschaut, da gibt es auch noch einen anderen Spieler, bei dem das so ist. Wir können ihn dann direkt mal hier mit reinnehmen. Serge Gnabry ist das genaue Gegenteil. Ich fand Serge Gnabry eigentlich meistens nicht so gut, wenn er gespielt hat. Wenn man sich die Statistiken von Gnabry anschaut, war der absolut krass. Das war seine beste Saison bis jetzt beim FC Bayern. Und ich habe es gar nicht immer so krass wahrgenommen. Bei Coman ist es eine andere Geschichte. Der war eigentlich gefühlt am konstantesten. Hat dann aber trotzdem nicht so die Statistiken und deshalb werde ich beide in A reinpacken. Eher Gnabry höher als Coman sogar, allein schon aufgrund der Statistiken, aber für S-Tier reicht es mir halt einfach nicht von dem, was ich halt gesehen habe. Das ist so meine Einschätzung jetzt. Miaut der Nelo darum, ich weiß nicht, ob man es im Video hört. Weiter geht's mit Alphonso Davies. Alphonso Davies S-Tier oder A-Tier? Nee, auf gar keinen Fall. B-Tier könnte man auch noch überlegen, für mich auch ein A-Tier. Ich fand Davies, der war ja auch sehr lange verletzt, aber als er gespielt hat, war er eigentlich gut aus meiner Sicht. Jetzt auch zum Ende raus hat er immer wieder gute Spiele drin gehabt. Defensiv ist er natürlich nicht immer perfekt, aber wenn du so einen Offensivdrang hast, wenn du so offensiv auch spielen sollst, dann ist es klar, dass ja auf der Linksverteidigerposition mal Lücken sind. Trotzdem, für mich hat er gute Leistungen gezeigt und geht deshalb ins A-Tier. Jetzt kommen die besseren Spieler, denn da gehen schon langsam mal ein bisschen mehr ins A-Tier. Genauso auch Niki Süle. Mit der konstanteste Innenverteidiger. Ich bin fast am Überlegen, ob ich Hernandez oder Süle höher ranke und dann Süle nur in B reinpacke. Hat jetzt zum Ende nicht mehr so viel gespielt. Ich denke, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass eben der Wechsel zu Dortmund bestätigt ist. Er wird den FC Bayern leider verlassen. Da bin ich sehr gespannt auf die Innenverteidigung nächstes Jahr. Ich hoffe, dass Hernandez viel fit ist und viel spielen kann. Weil Nianzou und Upamecano, klar, die haben beide Riesenpotenzial. Aber die sind halt beide so unkonstant und da hast du halt immer wieder Spiele drin, wo beide nicht gut spielen und dann wird es halt richtig eklig in der Abwehr. Niklas Süle machen wir jetzt in B-Tier rein und packen dafür Hernandez ins A-Tier, also in die zweithöchste Stufe.
Dann geht's weiter mit Upamecano. Und Upamecano, ich habe ihn, glaube ich, das letzte Mal in C-Tier gerankt. Ich finde, er hat sich gesteigert. Er hat auch wieder ein paar richtig, richtig gute Spiele mit drin gehabt. Für mich geht er sogar ins B-Tier mit rein. Ah, ist die Frage. Oder soll er ins C-Tier? Die Innenverteidigung bewerte ich jetzt auch wieder gar nicht so schlecht. Es verteilt sich nur auf A und C. Aber es war halt wirklich niemand extrem beschissen. Man muss aber auch leider sagen, dass kaum jemand wirklich richtig, richtig gut war. Das ist so ein bisschen, ja, das Blöde hier beim FC Bayern aktuell. Und vielleicht auch einer der Gründe, warum es eben dann nicht reicht für Champions League, für DFB-Pokal. Pavard war auch ordentlich. Jetzt geht mir der Platz im B-Tier aus, ne? Weil der ist auch ein ganz klares B-Tier aus meiner Sicht. Leroy Sané ist ein C-Tier. Leroy Sané ist in der Rückrunde ein C-Tier und es tut mir echt weh, das sagen zu müssen. Seine Statistiken sind zum Beispiel trotzdem immer noch besser als die von Coman, jetzt auf die gesamte Saison gesehen. Aber er hat den Großteil seiner Scorer tatsächlich in der Champions League gemacht. Also da ist er, glaube ich, mit Lewandowski der beste Scorer. Hat, glaube ich, 6 Tore und 6 Vorlagen oder so in der Champions League. Also das ist eigentlich noch richtig, richtig gut. Aber das war wahrscheinlich vor allem in der Gruppenphase. Deshalb, also über C-Tier kommt er aus meiner Sicht gar keinen Fall hinaus. Ich hoffe, er steigert sich dann wieder. Hatte ja die schlechte Phase, als er zu Bayern gekommen ist. Das muss man, finde ich, auch verzeihen, wenn dann ein Jahr nicht so gut ist. Dann war Ricardo. Dann war er eigentlich richtig, richtig gut drin. Und jetzt in der Rückrunde lief es wieder nicht so. Kurze Katzenunterbrechung hier wieder. Joshua Kimmich, was machen wir mit dir, Joshua? Das ist die Frage. Also A oder S aus meiner Sicht. A oder S. A oder S, A oder S. Ich sehe ihn in S. Ich fand, er hat trotzdem schon bessere Rückrunden gespielt. Bessere Saisons hatte er schon. Aber wenn ich ihn vergleiche mit den anderen Jungs jetzt, sehe ich Kimmich tatsächlich in S-Tier. Das gleiche gilt auch für einen Thomas Müller, den ich in S-Tier einordne. Manuel Neuer, finde ich, hat gut gespielt. Jetzt geht's richtig schnell hier. Ab ins A-Tier mit dir. Und Robert Lewandowski nichtsdestotrotz. Also auch da hat schon bessere Spielzeiten gehabt. Dennoch war immer da, hat die Tore gemacht. Jetzt wird es spannend zu sehen sein, ob er den FC Bayern wirklich verlässt, weil Gerüchte gibt es ja. Bin ich mal gespannt. Angeblich will er jetzt schon weg und möchte dann zum FC Barcelona wechseln. Es gibt halt niemanden, mit dem du ihn ersetzen kannst. Das ist das große Problem. Bin ich wahnsinnig gespannt, wie der FC Bayern das lösen möchte. Ich meine, so ein Nkunku zum Beispiel ist halt niemals ein Ersatz für Lewandowski, weil der FC Bayern braucht einfach einen richtigen Stoßstürmer vorne drin. Jemand für die letzte Linie, jemand, der halt wirklich, ja, den du halt mit Flanken zum Beispiel auch mal füttern kannst, wenn der Gegner tief steht. Und das kannst du halt mit Nkunku jetzt nicht unbedingt machen, was nicht heißt, dass Nkunku nicht überragend ist. Ich überlege bloß gerade halt, was das so für Optionen gibt. Und es gibt echt nicht viele, was die Stürmerposition angeht. Und deshalb bin ich, ja, wahnsinnig gespannt. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, wen ihr da sehen würdet, der da am ehesten weiterhelfen könnte. Wo ist der gute Upamecano? Den machen wir mal hier noch mit rein, damit es ein bisschen schöner aussieht. Jetzt bin ich am überlegen, Jamal Musiala noch in S-Tier reinzusetzen. Aber ich denke, es reicht nicht ganz. In S-Tier sind es irgendwie immer die gleichen Verdächtigen, die üblichen Verdächtigen. Es ist fast immer Kimmich, Müller und Lewandowski, die vorne in S-Tier rumhampeln. Das sind einfach die konstantesten Spieler, die der FC Bayern hat. Und das ist, würde ich sagen, meine Tierlist. Niemand in D, weil ich eben nicht fand, dass wirklich irgendein Spieler nur konstant schlechte Leistungen gezeigt hat. Am ehesten vielleicht noch Sabitzer, den ich in D setzen würde. Ansonsten bei Tillmann finde ich es unfair, bei Saar finde ich es unfair, weil sie einfach auch nicht so viel gespielt haben. Tolisso ist auf keinen Fall ein D-Tier. Richards sehe ich auch auf gar keinen Fall in D. Nianzou hat D-Tier-Leistungen drin gehabt, aber eben auch A und, ja gut, S-Tier weiß nicht, aber auf alle Fälle A-Tier-Leistungen auch mit drin. Und Leroy Sané, muss man auch sagen, war jetzt trotzdem nicht D-Tier, war nicht so schlecht. Am ehesten sehe ich, wie gesagt, Sabitzer, da machen wir es mal, damit wir hier zumindest einen drin haben, nehmen wir zum Abschluss noch den guten Sabitzer ins D-Tier mit rein. Wo ist Sané, damit es hier wieder schön aussieht. Und das war meine Tierlist. Ich habe die Leistung jedes Bayern-Spielers bewertet. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr das Ganze seht. Schreibt es einfach in die Kommentare rein. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn da ein paar Kommentare am Start sind und ihr positiv diskutiert. Nicht jetzt hier irgendwie, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Lasst einen Daumen da auf dem Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Auf dem Zweikanal wisst ihr Bescheid. Meine Reaktion auf die Bundesliga-Prognose. Bis dahin, euer Bernie.